Hot Coffee Mode. Hervorragend. Ja. GTA wurde deswegen verboten, das weißt du, ne? Oh, hier die ganze Decke. Die ist frisch gewaschen. Alter, das ist ja nicht ein freies Spiel. Hat der Frau aber auch sehr gefallen, wie du siehst. Sieht zum Tod aus. Ich glaube, die war auch schon vorher. Also die war schon vorher. Auf welcher Seite befinden wir uns? Oh, ich kann dir sagen, auf welcher Seite wir uns befinden. Wir befinden uns auf newgrounds.com. Ja. Und ihr seid nämlich jetzt gerade mitten bei Flash2Go mit Zobi und Peterle. Und wir spielen jetzt ein Flash-Game. Nur welches? Die sehen ja alle sehr bunt aus. Sehr bunt. Ich sehe aber schon T-Rex, aber der T-Rex hat jetzt schon gewonnen, wenn du mich fragst. Meinst du, ich soll einen T-Rex spielen? Ja, T-Rexe sind doch super. Jeder liebt den T-Rex. Fly T-Rex Rider Epic 2. Da wisst ihr auch Bescheid, Kinder. Da kommt schon steinzeitliche Xylophonmusik, so muss das sein. Aber Object Free ist eigentlich schon ganz schön. Ja. Okay. Weißt du, wie man spielt? Nein, natürlich nicht. Ah, da kommt ja auch Tutorial, sehr gut. Press right to dash. Spacebar to continue. Okay. Wow, das ist auch ein Dash. Wow, ist das ein Dash. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also auf dem T-Rex reitet ein T-Rex mit einem Raptor. Nee, auf dem T-Rex ist ein Raptor, wo ein Space Marine drauf reitet. Ist doch total logisch. Das ist Saurier Session. Das ist super gut animiert. Das sind Verrenkungen, also die können sofort ins Krankenhaus, wenn die fertig sind. Dash. Oh, man kann sogar nach hinten. Oh. Schießt! Oh, er hat eine Pistole. Er schießt. Duck durch! Das klingt wie eine Kuh, ehrlich gesagt. Ich kann dich beruhigen, es ist eine Kuh. Press up to jump. Oh, da muss man hochspringen. Ja, das ist eine sehr gefährliche Palme. Du weißt ja, der natürliche Feind des Raptors auf dem T-Rex ist die Palme. Ich weiß. Und hat ja auch super funktioniert, Zobi. Oh, da bin ich doch wohl. Ja, er geil. Er verreckt. Er legt doch nur ein Ei. Oh. Gut gemacht. Warte. Ja, wir haben Zeit. Wir zurück. Ja, alles gut. Ich verstehe. Kann man bei so einem Spiel verlieren. Jetzt spring über die Palme. Oh, ja, aber das ist dein natürlicher Erzfeind. Die ist zu groß. Ja, dann schieß drauf. Schieß die Palme einfach nieder. Du bist Space Marine. In der Uhrzeit. Alter. Jetzt kriegt er wieder seine epileptischen Anfälle. Jetzt schieß! Ich kann nicht nach vorne schießen. Wie? Dash. Achso, vielleicht muss ich da durchdashen. Nein, das kann nicht sein. Ja, dash durch die Palme. Das, ja, ist das wurde mir gut. Aber nicht erklärt, dass ich durch Palmen dash. Das Tutorial ist für den Arsch. Das hat wie ein Affe geschrieben. Zwei Affen. Zwei Affen? Auf Schreibmaschinen. In der Unendlichkeit. Da oben ist sogar eine Live. Was denn? Ich bin von dem Spiel nicht ganz überzeugt. Oh, boah! Verreckt. Ja. Also ich will noch einmal. Ah, siehst du. Hast du den neuen Jurassic World gesehen, der nicht mehr neu ist? Nee, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Schade. Ich bin da nicht so drin gewesen jetzt in den Jurassic Park. Nee, bist nicht in dem Jurassic Park Hype so drin? Nee, gar nicht. Gar nicht. Dinos. Ich habe damals Ritter. Ja, Ritter war ein cooler mit Dinos. Nicht mit Dinos gespielt? Nee. Alter, was ist da los? Hallo? Ja, siehst du, da war ein Stein unter der Palme. Okay, das reicht. Das reicht wirklich, das ist ein Scheißspiel. Wir gehen jetzt. Das Fly T-Rex Rider Epic 2. Das heißt, die haben noch ein schlechteres Spiel vorher gemacht. Genau, weil wie jeder weiß, der erste Teil in Spielen ist immer schlechter als die Nachfolger. Also meistens. Wir reden jetzt nicht über Dead Space oder so oder ähnliches. Die haben ja sicher noch Entwicklungsphase. Oh, das sieht doch geil aus. I'm Tyrone. Ja. Das ist ja der Tyrone aus Dave Chappelle's Show. Das wäre sehr lustig. Ja, na klar, keine Frage. Natürlich den Long Dick Style. Ist klar. Okay, warte, die Ork. Oh, jetzt hör ich die anderen nicht. Kleine Klammer Angriff und die waren. Wo sind diese Tasten überhaupt? Kleine Klammer. Ja, und das ist auch noch amerikanische Tastatur. Das heißt, die Sachen sind ganz woanders. Also, was macht der? Na, ich geh jetzt los. So. Ja. Was ist das überhaupt? Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, das ist ein Haus von außen und das soll eine kann Tür durchgucken. Sein. Ja, das ist ein Fenster. Ach, ein Fenster soll es sein. Das ist eine Glastür. Ja, mach den Müll. Ah, hier. Uppercut. Das ist richtig Spongebob. Mit Kombos hier. Dann guckt ihr das an. Aber die Pfeile sind hier. Das ist ein bisschen steuern. Na gut, das muss man auch. Punkt und. Komma Strich. Fertig. Naja, mal gucken, ob das klappt. Das
ich den weißen Jungen verprügeln. Du musst erstmal die Mülltonne verprügeln, weil darunter ein Hähnchenbein ist, was die heilen wird. Fast richtig. Abzauber! Boah! Das ist brutal. Ich würde mal sagen, scheiß auf Street Fighter und Streets of Rage und... Alter. Boah, ich glaube, das Video wird ab 18. Das haben wir jetzt schon verkackt. Oh, Handwerker. Oh, hier. Weil. Also. Was hat der überhaupt? Ist das so ein. Das ist ein Brecheisen. Brecheisen. Weißt du nicht, wie Handwerker mit Brecheisen sind? Frage ich mich auch gerade. An was bauen sie denn? An Autoklau. Bei Half-Life-Techniker. Das müsste so eine Headcrab noch aus ihm rauskommen. Oh, kann ich es aufnehmen? Pick up. Geil. Ja, geil. Ja, geil. Oh, jetzt kann ich bestimmt das Fenster zerschlagen. Alter, das spielt man ja so ein. Klischee. Schwatten. Klischee-Schwatten spielbar. Erstmal schön die weißen Leute verfolgen. Oh, jetzt kann ich die Folge. Ja, geil. Gut gemacht. Oh, kaputt. Ja, klar, das Brecheisen ist kaputt gegangen. No, Checkpoints sind schon mal scheiße gesetzt. Ich bräuchte die zweite Attacke noch, weil ich weiß nicht, was ich da drücken soll. Das war Fragezeichen. Nee, es geht nicht. Naja, das Fragezeichen ist ja auch in amerikanischen Tastaturen ganz woanders. Oh, hier, da ist es. Geil, Abzauber! Guck dir das an mit den besten Karate-Moves. So, Bob der Baumeister. Einmal Kopf abreißen. Alter, hab ich getroffen. Ich frag mich, wieso Bob der Baumeister läuft doch auch auf der Arbeit, oder? Da ist doch so ein Kasten-Wickhühler immer. Nein, also vorne, also der hat ja so einen Bagger. Ja. Und vorne der Bagger, der ist voller Schnaps. Können wir das schaffen? Also ich schaffe das heute nicht mehr. Und dann der hat er einfach so einen Strohhalm raushängen. Und dann läuft er das. Gibt auch diesen Betonmischer. Auch voller Alkohol. Cola und Rum ist das. Ja. Der mischt sich das ein paar Stunden durch und dann wird es lecker. Warum hängt der Dildos vom Kronleuchter? Ist ja Long Dick Mode, ich hab ja ganz stimmt. Funktioniert der super, jetzt hau ich ihn in den. Genau, in die Fresse, hau ihn raus, reiß ihm den Kehlkopf raus. Oh, Rape Modus. Oh, ja, komm. Na, Hot Coffee Mode. Hervorragend. Ja. GTA wurde deswegen verboten, das weißt du, ne? Oh, hier die ganze, die ganze Decke. Die ist frisch gewaschen. Alter, das ist ja nicht ein freies Spiel. Hat der Frau aber auch sehr gefallen, wie du siehst. Das sieht ein bisschen tot aus. Ich glaube, die war auch schon vorher. Also, die war schon vorher. Aber denk dran, solange sie noch warm ist, ist es keine Nekrophilie. Und ist jetzt ein Hähnchenbein in der Tonne? Nein, schade. Oh, eine Kirche. Was? Den eigenen Bro? Das geht doch gar nicht. Bros bashen sich nicht. Ist er denn erst von. Nee, gut. Ist das auch, ist ja auch nicht, also. Ja, das kannst du ja keinem Kind zeigen, ne? Das doch, machen wir aber. Vorbild, wir sind hier bei den Supersuchtis, wir haben Freifahrtschein für alles. Na gut. Auf jeden Fall, Checkpoints sind für den Arsch. Also, weil nicht vorhanden. Ja. Das Spiel. Under Judgment. Das ist jetzt auch, das ist, glaube ich, auch noch Under Judgment. Das ist auch für unsere meisten der Zuschauer sehr interessant. So ein Pflaster ist hier schon. Ja, es dauert auch, weil das sind HD-Pickel, die wir ausdrücken müssen. Gute 16:9, Alter. Ist auf jeden Fall ein langer Pickel unter diesem Pflaster. Das, ja, ist der längste Pickel der Welt. Bestimmt zieht das Pflaster jetzt ab, wenn es fertig geladen ist. Oh, das wäre schon mit so richtig ekelhaften Ren und Stimpy Fleischklebe-Animationen. Ja. Ja. It doesn't stuck by 90%, but... Refresh the page. Ja, da kommt noch was, ich muss bestimmt nur... Jetzt zieh das Pflaster ab, zieh einfach das Pflaster ab. Mit der Maus. Ach, schade, das wäre ein schönes Gimmick gewesen. Ja. Mach mal einen Rechtsklick drauf. Geht nicht? Nee. Ja, das wäre wieder hervorragend. Ja, das war. Das war. Ja, das. Das war aber. Seedstorm! Seedstorm! Also Menü. Oh, man kann das sogar fürs Handy. Das und für Steam greenlighten. Da wisst ihr Bescheid, was zu tun ist. Das fehlt nämlich Steam noch. Das hätte ich gerne im Summer Sale. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich hinklicken soll. Das, die Menüführung ist leicht für den Arsch, ja. Ah. Timed. Ja.
Ah, nee, nee, nee. Du musst, hättest da bestimmt doppelt draufklicken müssen. Ne? Innovative Steuerung. Also die Musik ist schon mal... Spätestens jetzt schalten die Zuschauer aus, finde ich gut. Macht's gut. Nur die Harten bleiben hier. Wer immer noch zusieht, ihr seid gut. Ihr seid gute Menschen. Ihr habt einen Pokal verdient. Eines Tages werden wir einen aus Krepppapier bauen und euch persönlich zuschicken. Bei 1 Milliarde Likes vielleicht. Ja. Also nächste Woche. Ich hab schon 17. Schon 17 Pickel. Was drückt man da aus? Ein Pottwal? Ja, das Spiel war auch sehr nett. Ein hervorragendes Spiel. Eins der besten. Bist du auch so gespannt wie ich? Der Ladekringel ist schon mal... Ich kann es kaum erwarten. Ein unmögliches Pferd. Mal schauen. So. Also ich erwarte jetzt ein sehr schweres Spiel. Das sieht schon aus wie ein NES-Spiel. Und NES-Spiele sind ja alle schwer, wie du weißt. Ja, das... Es ging schon los. Es ging schon los, wie es scheint. Was? Aber worüber soll es denn springen? Ach! Ist das für zwei Spieler? Das für zwei Spieler? Ja, ja, das cool. Das ja auch ganz gerne. Ja, dann nimm mal die linke Taste. Wo ist nur die linke? Achso. Pfeiltaste. Ja, ja. Ich bin oben. Ich bin unten, ja. Ich bin wie immer boah, unten. Das ist aber super verwirrend. Das ist... Ohne Scheiß, das ist... Geil. Wenn ihr eure Hand-Hirn-Augen-Koordination üben wollt... Wie soll ich denn... Nee, das ist echt... Da muss man sich echt konzentrieren, dass man nicht nach unten guckt. Für mich kein Problem. Ich hab Retro-Spielerfahrung. Oh, Zobi. Du musst mehr NES spielen, das ist also ja furchtbar. Ich bin oben und Peter ist ich unten. Bin unten. Aber selbst auf dem NES hast Hoppy, du noch keine zwei... Hoppy Galoppy. Aber es gab Spiele, die schon wenig Sinn gemacht haben, aber das ist schon... Das ist doch sehr sinnvoll. Und mir kommen einfach keine Hindernisse. Das ist auch ganz einfach. Sei froh drüber. Was sind das überhaupt für Hindernisse? Das sieht eigentlich aus wie so ein Tannenbaum, wo Kacke dran kriegt. Haha! Frohe Weihnachten. Ja gut, was, magst du Pferdefleisch? Ja, aber nur in der Lasagne. Ja, da schmeckt man es ja nicht. Hervorragend. Oh, jetzt hab ich verkackt, glaube ich. Ja, gut. Ja, das ist eine... Ja, gut. Dann bis zur nächsten Flash-to-go-Folge. Die euch wieder den Arsch wegflashen wird.